Wir erkunden ein längst vergessenes, geheimes DDR-Lager. Die Nationale Volksarmee hat hier vermutlich für einen möglichen Ernstfall ein Lager errichtet. Komplett mit Schutzausrüstung für das Militär sowie jede Menge Ausrüstung für den Zivilschutz. Die Anlage war gut über einen damaligen Flugplatz erreichbar und getarnt auf dem Gelände eines ehemaligen Rinderaufzuchtsbetriebs. Nach der Auflösung der DDR blieb hier alles zurück. Und was wir hier alles finden, macht einen wirklich sprachlos. Leute, ist alles komplett voll, ne? Gleite uns jetzt auf diese sensationelle Lost Place Tour. Hubschrauber, die suchen uns. Komm. Oh. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände drauf und ich glaube, es könnte schon mal richtig spannend werden, weil ich habe gerade schon gesehen, dass hier Fahrzeugspuren sind. Also es wird auf jeden Fall noch befahren, das Gelände. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal und lass uns überraschen, was passiert, oder? Ja. Übrigens, Leute, weiß Sabrina heute wieder genauso wenig wie ihr. Die wird genauso überrascht sein wie ihr. Bist du eigentlich schon gespannt? Ja. Es wird auch sehr, sehr spannend, kann ich dir nur sagen. Das Ding ist halt nur, dass unsere Zuschauer jetzt schon wissen, was uns hier erwarten wird und ich es aber nicht weiß. Stimmt. Also bin ich ja eigentlich die Einzige, die es halt nicht weiß, weil stimmt, die Zuschauer recht, haben ja schon Titel und Thumbnail gesehen und wissen ganz genau, okay, das will ich mir anschauen. Und ich laufe jetzt hier nichtsahnend durch die Gegend. Aber du vertraust mir einfach und willst dir das auch anschauen. Ja. Mitgehangen, mitgefangen, ne? So sieht's aus. Kann mich auch nicht alleine hier rumlaufen lassen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden. Das weiß ich, bin ja gefahren. Und das sieht auf jeden Fall für mich aus wie so Industriegebäude. Also wirkt für mich alles so wie Lagerhallen zu unserer Rechten und zur Linken. Oder wir befinden uns auf einem ehemaligen Kasernengebiet. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber man sieht auf jeden Fall, dass dieser Bereich, wo wir gerade stehen, separat eingezäunt ist und die Fahrzeuge quasi hier dran vorbeigefahren sind. Also man könnte tatsächlich davon ausgehen, dass es mal ein Kasernengelände war, ist es aber absolut 0,0. Also hat gar nichts damit zu tun eigentlich. Und? Kannst du erahnen, was das hier ist? Es sieht auf jeden Fall aus wie so ein Förderband oder was ist das hier? Komm, wir gucken weiter. War das so ein Melkstall oder was? Melkstall? Wie nennt man das denn? Ja, es war so eine Viehzuchtanlage, ja. Ah, okay. Ja, aber lass uns mal ganz kurz da hinten gucken, weil irgendwas steht da hinten, so ein weißes Auto oder irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in so einem Melkstall gewesen. Auf jeden Fall sehr spannend. Das mal so zu sehen, sieht für mich auf jeden Fall aus wie verlassen seit Auflösung der DDR. Mein Gott, was ist das hier alles, worüber ich hier laufe? Das sind alles irgendwelche Kartons oder so und Kisten. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn hier keiner wäre. Ich dachte, da hinten, echt, da steht irgendwie ein Auto oder sowas, damit nur so eine weiße Plane. Aber auch hier sind wir überall Fahrzeugspuren. Also was man auf jeden Fall so sieht, überall diese Holzkisten, die hatten wir schon mal an einem anderen Lost Place gesehen. Da hatten wir damals solche Rohre von Raketen entdeckt, damals auch von der DDR, ne? Ist auch ein bisschen so ähnlich, also hat auch was mit DDR zu tun auf jeden Fall. Und ich möchte dich auch nicht ganz dumm sterben lassen, weil wir wissen ja jetzt alle, worum es geht. Mhm. Und zwar wurde das Ganze hier offenbar nachgenutzt. Und zwar für unter anderem solche Sachen hier. Ach, kennst du das noch? Ja, klar. Diese Schutzanzüge? Ja, davon hatten wir auch mal ganz viele an dem Lost Place entdeckt, ne? Und sowas hier zum Beispiel. Was ist das? Na, ein Filter. Jo. Ach, krass. Aber das ist noch in richtig guten Zustand, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Hier kommen noch bessere Sachen, glaub mir. Also, es muss alles mal hier komplett vollgestanden haben mit diesen ganzen Kisten, die hier sind. Und du siehst ja teilweise, wurde hier alles schon auseinandergenommen, also auseinandergepflückt. Was ich mich jetzt gerade nur frage, ist, wenn hier die Sachen reingelagert wurden, sagen wir mal von der NVA höchstwahrscheinlich damals, seit wann ist dann hier dieser, ich sag mal, Viehbetrieb schon geschlossen?
Ja, also gehen wir mal davon aus, damals war man Viehbetrieb, der wurde dann dicht gemacht, dann hat die NVA das Ganze hier als Lager genutzt und dann irgendwann wurde die DDR aufgelöst und dann ist einfach hier alles stehen geblieben. Das würde jetzt so für mich gerade Sinn machen. Schau mal, was steht denn da auf der Kiste? Kann man nicht lesen, ist auf Russisch. Auch Russisch, ne? Genau, oder? Wie damals, ne? Ja. Da waren die Kisten ja auch auf Russisch gewesen. Ja. Könnte natürlich auch sein, dass das hier vielleicht so ein geheimer Stützpunkt nicht von der NVA war als Materiallager, sondern vielleicht sogar von den Russen, also von den Sowjets. Könnte rein theoretisch auch sein, ja klar. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie was finden. Weil das würde für mich irgendwie so ein bisschen mehr Sinn ergeben, dass hier vielleicht so ein geheimes Materiallager war. Ach, du glaubst nicht, da hinten steht ein Trabi. Mhm. Geil. Den können wir uns auf jeden Fall gleich auch nochmal angucken. Aber ich glaube, hier haben wir erstmal genug zu sehen. Guck mal hier. Eine ganz alte Gasmaske. Und scheinbar hat das hier vorne irgendwer zugeklebt. Ich glaube nicht, dass das vorher so war, oder? Na, ich weiß nicht. Oder so ein Schutzmantel vielleicht, den man abziehen musste. Ja, das ist noch original. Das ist noch original, deswegen. Krass, ne? Der ist noch, guck dir mal den Unterschied an. Ja. Hier komplett vergilbt und hier noch komplett neu. Und guck dir mal den Aufsatz für den Filter an. Komplett neu. Krass. Wahnsinn. Komm, machen wir wieder drauf. Nichts verändern hier. Hier noch eine. Heftig, ne? Guck, wie gruselig die auch aussehen, ne? Ja. Also ich möchte niemanden damit begegnen, der so eine Maske auch hat. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mal aufsetzen möchtest. Hier ist der Schlauch dazu. Ich wollte gerade mal fragen, ob du mal eine aufsetzen Nein, möchtest. Also die bestimmt nicht. Wenn ich noch eine finde, die komplett eingepackt ist, dann vielleicht. Aber jetzt gerade möchte ich nicht. Vielleicht gleich, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier den Schlauch dafür. Der wurde quasi hier vermutlich dran geschraubt. Oh, passt nicht, das ist vor für Effekte. So, ne? Mhm. Der wurde hier quasi dran geschraubt und hier unten kam dann der Filter dran. Ne? Guck mal, hier liegt einer. Das ist natürlich alles schon jetzt eingerostet und dementsprechend auch sehr schwergängig. Aber der Vorführeffekt. Der Vorführeffekt, ja, wie gesagt, das ist hier alles schon ziemlich, also dieser Schlauch ist zumindest so komisch schon, porös und so. Guck, so sah es ganz aus. Mhm. Und so ein Filter, boah, der wiegt schon echt ganz schön, ne? Mhm. Ich weiß, ich kann das so schwer abschätzen, aber fast ein Kilo würde ich mal behaupten, ne? Und dann noch die Maske auf und die ganze Ausrüstung, die man hatte. Sehr gruselig, sehr unheimlich, ne? Ja. Hier sind die Handschuhe, die hast du im Prinzip über diesen Anzug gezogen, weißt du? Mhm. Extra hier so ein bisschen weiter geschnitten. Das ist alles noch neu, ne? Guck dir das mal an. Ist komplett neu. Guck mal, die Handschuhe sind sogar noch weiß. Mhm. An den Stellen, wo jetzt hier nichts irgendwie an Licht kam oder so, ne? Super spannend, ey. Guck mal, was wir noch hier so drin haben. Boah, ich hoffe, ich greife nicht irgendwo rein. Boah, das ist richtig festgepappt. Ah, hier ist noch ein Filter drin gewesen. Mhm. Siehst du das? Ja. Und hier dann vermutlich die Maske drin. Ja. So eine Lebensrettertasche, ne? Man nennt es einfach Gasmaskentasche oder so. Ja, okay. Ja, und hier sieht man, hier liegen überall auf dem Boden die Filter rum und überall die Taschen, ne? Also eine Tasche nach der nächsten, die hier einfach vor sich hin vergammelt. Schaut mal hier, noch mehr von den ganzen Filterkartuschen. Offenbar war hier so eine Stahlkiste und die war komplett voll. Und irgendeiner hat die umgekippt und dann sind die ganzen Filter runtergefallen bzw. rausgefallen. Hier sieht man das nochmal ganz gut, ne? In der Kiste, dort hinten auch. Da wurden die ganzen Filter gelagert. Leute, ist alles komplett voll, ne? In den ganzen Kisten sind überall Filter drin. Das ist komplett voll. Hier überall in den Kisten sind offenbar die Anziehsachen drin, also Maske und Handschuhe und so. Ey, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Guck mal, hier die ganze Kiste ist auch voll mit Masken und Handschuhen. Und alles natürlich komplett porös schon geworden, weil es alles Gummi ist, ne? Hier war auch alles voll. Das ist unfassbar, ey. Was hier an Material liegt, ne? Ja, aber heftig, die waren gut ausgerüstet für den Ernstfall, ne? Ja, ja. Was ist das hier unten? Guck mal. Das ist auch ein Filter. Das ist jetzt natürlich noch komplett eingepackt. Den lassen wir jetzt auch erstmal so. Vielleicht finden wir den gleich nochmal ausgepackt.
Aber es ist auf jeden Fall ein Filter, aber jetzt nicht für diese Maske, ne? Nee. Würde mich mal interessieren, für was. Oder ist es doch für die. Nee, macht ja keinen Sinn. Oder vielleicht Ersatz. Guck mal, hier sind einige dieser Filter schon ausgepackt. Aber wofür die jetzt, für welche Maske die jetzt genau waren? Keine Ahnung, du? Nee. Das sieht mir ein bisschen aus wie von den Masken, die wir haben, weißt du? Diese Staubschutzmasken, da, ja, sag ich jetzt mal, ne? Das stimmt, das könnte sein, ja. Hier sind die alle noch original eingepackt und man sieht, wie viele das sind. Hier unten drunter sind einfach noch mehr, die auch noch größtenteils alle da sind. Die liegen einfach hier daneben. Echt krass, ey. Das geht hier einfach komplett weiter, ne? Schaut mal hier. Bergeweise quasi. Ja. Die ganzen Kartons werden voll gewesen sein mit diesen Filtern. Das wird alles da drin gewesen sein, hier diese ganzen Kartons. Und dann wurden die einfach hier ausgekippt, ne? Von irgendeinem Idioten. Ich sag dir, wie es ist. Die werden hier gestapelt worden sein. Hier wirst du durchgelaufen sein und zwischen diesen ganzen, also die ganzen Kartons werden hier gestapelt worden sein, ein bisschen dicker wahrscheinlich. Ja, palettenweise. Hier ist dieser Schutzanzug, den wir gerade schon am Anfang gesehen haben, in dieser Tasche. So sieht der ungefähr aus. Also der hat, also ist im Prinzip einfach so ein Gummianzug mit Schuhüberzieher. Und dann hat es vermutlich noch eine Jacke da drüber. Und dann diese Handschuhe, ne? Und diese Handschuhe, genau. Aber hier ist, ach, das ist doch die Jacke, oder? Das ist die Jacke, ja. Genau. Das ist die passende Jacke dazu und ja. Da konntest du dich so anziehen. Das musstest du sogar anziehen, ne? Also musstest du anziehen, sobald irgendwie, ja, irgendwie Alarm war, ABC-Alarm oder sowas, ne? Schau mal hier, Kampfstoffnachweisfolie AP1. Hier oben auch nochmal in Russisch. Was war das denn gewesen? Ja, das im Prinzip das, was der Name auch sagt, ne? So ein Kampfstoffnachweis. Du konntest es im Prinzip hier so abziehen. Dann hast du wahrscheinlich hier so eine Klebefläche gehabt und konntest dir das hier so dran kleben, um dann zu sehen, oder was weiß ich, im Baum hängen, um dann zu sehen, ob irgendwie was kontaminiert ist oder so, ne? Hier sieht man das auch nochmal. Und hier sieht man, ja, die Produktionsnummer, glaube ich, ist auf jeden Fall in Russisch hier oben und unten in Deutsch, verwendbar bis 6/1994. Ui. Das ist schon ein paar Tage her, ne? Also ich glaube, ja, es ist schon leicht abgelaufen. Ne? Also geht man immer davon aus, dass die Chargennummer das Produktionsdatum ist, dann könnte das der 9.8. oder 6. das kann ich gerade nicht mehr richtig lesen. 89 sein. Ja, hier steht es auf dem Karton drauf. Ja, und das Ganze ist offenbar echt für die NVA genutzt worden hier, ne? Also vermutlich entweder in Russland hergestellt oder auch doch in der DDR. Und dann dementsprechend für beide Staaten deklariert. Ne? Vielleicht wird das halt auch in Russland benutzt. Also hier steht auf jeden Fall auch eine Gebrauchsanweisung drauf. Und ja, ist genau dafür da, was ich gerade schon gesagt hatte, um Kampfstoffe nachzuweisen. Und bevor man das genutzt hat oder bevor man es nutzen konnte, sollte man halt die Oberfläche von Staub und Schmutz entfernen. Dann die Schutzfolie abziehen und dann einfach auf eine glatte Oberfläche draufkleben. Und damit hat man im Prinzip dann mit so einem Indikatorpapier, ne, gesehen, ob da irgendwelche Kampfstoffe in der Luft sind. Ja, interessant. Sehr spannend auf jeden Fall. Ne? Und hier liegen einfach kistenweise. Ne? Guck mal, diese ganzen eingeschweißten Kisten oder Kartons sind voll mit diesem Indikatorpapier. Heftig, ja. Hier sind schon so Blätter reingefallen und überall hier noch mehr von diesen Indikatorstreifen. Also hier in diesen eingeschweißten Kartons, alles halt noch drin mit diesen Indikatorstreifen. Wir können mal gucken, ob die hier die gleiche Chargennummer haben, aber ich glaube schon. Ach nee, guck mal hier, die sind im Januar 93 sind die abgelaufen. Das andere war 94, ne? Das andere war 94, das ist hier 93. Krass. Ich frage mich jetzt gerade nur so ein bisschen, spinnen wir mal so ein bisschen rum, wenn das jetzt ein geheimes Lager der NVA war. Weil, wie gesagt, eigentlich befinden wir uns jetzt hier in einem ehemaligen Viehbetrieb. Und dass hier ein geheimes Lager der NVA war, hat die Bundeswehr damals bei der Übernahme davon nicht was gewusst, dass die diese ganzen Materialbestände übernehmen? Weil das ist das, was ich mich gerade so frage. Also ich glaube schon, dass sie davon wussten, aber ich denke eher, dass die keine Verwendung mehr dafür hatten. Ne? Also gerade mal die Masken, das war ja jetzt nicht, ich weiß nicht, wann man diese neuen Masken eingeführt wurden, weil die sehen ja mittlerweile ganz anders aus als diese jetzt hier mit diesem Schlauch da dran. Ne? Dass man da vielleicht schon
im Westdeutschland schon andere hatte als jetzt hier. Also dass die schon quasi veraltet sind, die hier genutzt wurden, weißt du? Das dass die sein. Einfach keine Verwendung mehr hatten, weil es eben neuere gab und bessere Version davon. Ja. Wir wissen ja ganz genau, es sind einige Experten unter euch, die das Video wahrscheinlich jetzt gerade anschauen. Also wer es weiß oder eine Vermutung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schau mal hier. Hier liegen jede Menge Stiefel. Ja. Ach krass. Boah, kriegst du da rein richtig raus. Zugepackt, ey. Na, guck mal, die sind auch immer bundweise ja. Eingepackt. Deswegen. Ja. Aber auch komplett porös, ne? Ja. Ist ja klar, Gummi. Die werden auch mal neu gewesen sein. Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber guck mal, hier ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Überzug oder sowas, ne? Mhm. Komisch. Das ist echt super krass, was hier alles liegt. Ne? Vor allen Dingen mit diesen ganzen Blättern überdeckt. Ne? Guck mal hier. Es sind noch Handschuhe ohne Ende. Aber das ist doch alles, was man hätte noch nutzen können, ne? Finde ich schon. Solche ja. Sachen. Also die Maske jetzt vielleicht nicht mehr. Und dieser Nachweis da, dieser Streifen da auch vermutlich nicht mehr. Aber Handschuhe. Und Schuhe. Und Schuhe. So Stiefel. Genau. Ja. Stiefel. Ja. Krass. Masken ohne Ende. Guck mal, komplett porös, ne? Also die fällt komplett auseinander. Es nimmt kein Ende, ne? Nee. Wir können mal auf der anderen Seite mal weiter gucken, oder? Ja. Also Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da für die Location. Und wenn ihr neu seid, auch gerne mal ein Abo für mehr solche Lost Place Videos. Wir haben in der Vergangenheit mal ein anderes NVA-Lager entdeckt. Das Video werden wir euch auf jeden Fall am Ende nochmal verlinken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Und wie du schon gesagt hast, es nimmt einfach kein Ende. Guck mal hier in die Kiste, die war früher voll mit den ganzen Filtern. Noch komplett eingepackt in so ein Papier, hast du hier einen ganz neuen Filter. Alles komplett neu. Hier alles voller Filter, da alles voller Filter. Boah, guck dir das mal an, Sabrina. Guck dir das mal an, wie viele Handschuhe hier liegen. Da hinten. Boah, alles komplett voll. Bergeweise. Alter Verwalter. Also hier kannst du ein Bad nehmen in Handschuhen, ehrlich. Ja. Scheiß auf das Bällebad, hier hast du ein Handschuhbad, ehrlich, heftigst. Guck dir das mal an, alles voll. Also, ich dachte ja schon, wir hätten echt alles gesehen mittlerweile, ne? Aber das toppt auf jeden Fall wieder alles, wirklich. Guck mal hier, diese Stoffhandschuhe. Auch bündelweise liegen alle unter diesen Gummihandschuhen. Habe ich gerade auch schon gesehen, heftig, dass die überall so verteilt rumliegen. Ja, ich glaube, die haben die unter den Gummihandschuhen wahrscheinlich getragen, ne? Das denke ich auch, ja. So heftig, ey. Ich hätte das so gerne gesehen, als es alles hier noch so in Reihe und Glied stand. Ne? Das muss richtig, richtig geil gewesen sein, oder? Schon impulsant. Richtig heftiges Gefühl, ja. Ja, die werden hier, denke ich mal, wirklich die ganzen Paletten mit dem Radlader bzw. mit so einem Gabelstapler, werden die hier reingefahren haben. Ja. Denke ich auch. Hier wieder kartonweise eingeschweißt und überall diese Filteraufsätze. Das geht hier einfach komplett weiter. Hier sieht man auch noch mal alles noch original eingepackt. Schaut mal hier, Leute. Hier sind solche Taschen, die hier noch so liegen. Das wird alles hier aus diesen Kisten, die hier überall stehen. Das wird alles da drin gewesen sein. Ist alles umgekippt worden, umgeworfen worden. Und die ganze Ware, alles rausgefallen. Da auch überall jede Menge Handschuhe, haufenweise, bergeweise. Handschuhe, bergeweise von diesen Filterkartuschen. Da hinten ganzen Gasmasken. Hier am Boden überall Gasmasken. Guckt mal hier, ist auch super interessant. 20 Paar SBH7 Größe 2, 40 Paar UHZ Größe 2, NVA,
Lagergut Gruppe 2, Herstellerdatum, Artikelnummer und Betriebsnummer. Aber gibt das jetzt hier einen Aufschluss auf das Herstellerdatum? Leider nicht, oder? Hier auf diesen Metallkisten ist auch so ein Aufkleber drauf. Seht ihr das? Gewicht ca. 200 Kilogramm. Schaut mal hier überall diese Filter in diesen Metallkisten drin. Und hier unten geht es einfach weiter. Ne? Ist einfach komplett voll. Die sind alle komplett voll hier. Alle Kisten sind hier mit Filter. Guck hier. Unten alle noch komplett neu. Hier auf der Kiste steht Deutsche Reichsbahn. Also wo das im Prinzip. Wo das im Prinzip hier mit der Reichsbahn angekarrt. Vermute ich zumindest. Macht ja auch nur Sinn, ne? Und hier sind überall Gasmasken drin. Alles voller Masken. Guck mal hier. Was meinst du, wofür das ist? So ein Gummi, oder was ist das? Ja, aber für diesen Filter, den wir gesehen haben, wir mussten die ganze Zeit fragen, wofür das ist. Ja, stimmt. Also wurde das quasi da eingesetzt, der Filter, und dann irgendwo befestigt. Aber ich weiß immer noch nicht, an welcher Maske das sein soll. Sabrina, ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Guck es dir an. Ach, okay. Hier vorne war der Filter dran, oder? Offensichtlich, ja. Guck mal hier. Boah, wie porös das ist. Du kannst gar nicht mehr hier durch diese Gläser gucken. Siehst Nein. einfach nichts mehr durch, ne? Aber hier vorne war der Filter drin, offenbar. Siehst du das? Gab es da doch noch andere Masken, als die wir gerade die ganze Zeit gesehen haben. Gruselig, die Maske, ne? Ja. Ah, schau dir das mal an, ne? Alles komplett voll. Ja, hier doch auch. Da. Kistenweise alles, ey. Meine Güte, ne? Und hier ist so eine Grube. Die ist auch komplett voll mit den Masken und Filtern. Mein Gott, hier liegen Millionen davon, ne? Und das ohne zu übertreiben. Hier liegen wirklich Millionen Masken, Millionen Filter. Und hier werden ja noch viel, viel mehr gelegen haben. Ja. Noch viel, viel mehr. Hier liegt einfach noch mehr Zeug rum, ne? Solche Zurgurte hier. Hier irgendwelche Gummiteile da teilweise und Metallteile. Keine Ahnung, was das ist. Guck mal hier. KS-Nachweis. Nachweissatz. Was ist das denn? Ach, krass. Ich glaube, das hat man auch mitgeführt in dieser Tasche, die wir gerade gesehen hatten, ganz am Anfang. Was sind das für Ampullen? Ja, das ist irgendein Nachweis, ist das. Das ist kein Ampullen, das ist so Papier. Siehst du das? Auch so wie so Indikatorpapier, damit konntest du auch irgendwas nachweisen. Also ich kann jetzt hier leider nur noch lesen, einmal schwarz war für Blausäure, dieses Grün hier war für Phosgen. Und das hier oben, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. Schade, ne? Warte mal. Wie wird das ausgesprochen, weißt du? Ah, das obere war für Sarin. Hier. Und dann hattest du hier so ein kleines Täschchen im Prinzip. Und die ganzen, dieses Indikatorpapier. Und konntest dann dementsprechend nachweisen, welcher Stoff jetzt hier gerade irgendwie, wie sagt man das, am Start ist. Ja, wir wissen ja, was du meinst. Echt krass. Jetzt haben wir hier nochmal einen gefunden, wo man das ein bisschen besser lesen kann. Und da sieht man das, denke ich mal, hoffentlich ganz gut. Super, super spannend. Warte mal, steht da nicht unten ein Datum drauf? Guck mal hier. Was steht da das Datum? 1983. Verwendbar bis 1983. Und die Chargennummer 200481. Also vermutlich 1981 hergestellt, ne? Krass. Trockenes Papier 2 Minuten schwenken. Es stand immer noch dabei, wie das quasi verwendet wurde. Also wie man es verwenden musste. Ampulle in der Mitte brechen, also bei Blausäure. Ampulle in der Mitte brechen, durchschütteln, Papier mit der Flüssigkeit anfeuchten. Papier 1 Minute lang kräftig schwenken. Sabrina, bist du bescheuert, Sabrina? Was machst du da? Nimm das Ding wieder ab. Geh mal her. Wie gruselig ist das denn bitte? Findest du? Was? Wie kann man sich sowas aufsetzen? Ich wollte dein Gesicht, ganzes Gesicht ist jetzt schmutzig bestimmt.
Ja, ich habe nicht nur Schmutz, ich habe auch in den Augen jede Menge Dreck. Man sitzt sowas ja auch nicht unbedingt am Lost Place auch. Ja, ich weiß. Es gibt jetzt eh wieder irgendwelche Kommentare. Wie kannst du bloß sowas tun? Du hast jetzt den ganzen Lost Place verändert, nur weil du diese blöde Maske aufsetzt. Ich habe extra eine gesucht, die ganz unten in der Kiste drin war. Ja. Aber die sieht echt noch gut aus, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. Die ist nicht so ganz porös, aber trotzdem natürlich alles hier so ein bisschen vergilbt. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich meine Augen wieder clean bekomme. Vielleicht finden wir hier noch so eine Augenlösung. So. Ja, das wäre gut. Na, hast du eine Augendusche genommen? Nee? Was machst du da? Du musst hier rechts drin anlaufen. Ja. Kommst hier nicht durch. Ich habe noch keine Augendusche genommen. Komm. Gehen wir jetzt mal draußen und Trabi uns angucken. Ja, du hast ganz rote Augen übrigens. Ne? Ja, woran liegt das wohl? Ne? Woran liegt das? Ach krass, ey. Richtig schöner Trabi, ne? Ja, ich glaube, der war mal richtig schön. Jetzt ist er leider nicht mehr so schön. Direkt neben dem alten Trabi noch mehr Masken, noch mehr Handschuhe. Das hört einfach gar nicht auf. Egal, wo du hier auf dem Gelände bist, hier sind überall Sachen. Hier. Noch mehr Handschuhe. Doch gar nicht, ey. So, mit meinen Augen ist es auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Nicht mehr so ultra krass, dass ich da den ganzen Staub und Dreck und alles Mögliche drin habe. Ich frage mich jetzt gerade nur, hier nebenan ist noch ein weiteres Gebäude. Ist da auch noch alles voll oder ist es nur in diesem Gebäude beschränkt gewesen? Keine Ahnung. Also, mal gucken gehen heute. Ja. Ja, wie man sieht, ist hier auf jeden Fall alles komplett leer. Das wäre es auch noch gewesen, wenn es hier noch weitergehen würde, Elli. Das sieht für mich so aus, als ob da hinten auf der anderen Seite noch Sachen stehen würden, oder? Guck mal da hinten. Ein bisschen, ja, könnte sein. In der Ecke. Können wir mal gucken gehen, oder? Also wenn du hier reinfällst, fällst du übrigens in so eine Jauchegrube rein. Das klingt irgendwie so komisch hier. Nicht so betonmäßig, oder? Nein. Da könntest du eventuell einkrachen. Nee. Was ist das denn? Da kann doch nichts passieren, oder? Das werden wir sehen, wenn du einknackst. Ja, du kommst mit? Ich weiß nicht. Also wenn wir jetzt hier reinfallen, hoffe ich mal, dass wir nicht in diese Jauchegrube reinfallen. Denn hier rechts und links sieht echt ein bisschen eklig aus, das sage ich euch. Und was haben wir hier entdeckt? Ja, irgendwelche Ordner. Ordner und ich sag mal so jede Menge Briefe. Ach krass. Ungeöffnete Briefe. Alle komplett ungeöffnet. Und ich guck mal ganz kurz, was hier auf diesem Zettel steht. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ist nämlich vom Straßenverkehrsamt. Und jetzt rannte mal aus welches Datum ungefähr? 90er. Ja, 1995. Ja, als wenn irgendwie so ein Postbote überfallen worden wäre oder so, ne? Alles komplett ungeöffnet und alles hier Postzustellungsauftrag. Hier steht irgendwas mit Hauptbetriebsplan, Ausbeutung des Grundeigenen, bla bla bla. Kann man schlecht lesen. Das ist auf jeden Fall auch aus 1994. Und mittendrin hier einfach so ein Keyboard. Boah, mega, mega krass. Also das ist echt ein richtig geiler Lost Place, oder was meint ihr? Nicht vergessen, Daumen nach oben. Jede Menge weitere Gebäude. Ja, es scheint hier so ein Müllplatz oder Schrottplatz gewesen zu sein oder sowas, oder genutzt worden sein. Wir könnten vielleicht nochmal hier gucken, dass wir hier durch ins andere Gebäude kommen. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Komplett zugemüllt. Die Ultramüll. Pass auf an, wo du langläufst. Ja. Haben sie hier schon mit Türen zugemacht, ne? Ja, hier sind nämlich so Löcher. Und hier wurde ganz viel Müll abgeladen, wie man sieht. Ja, das sieht aus wie so eine illegale Mülldeponie hier, ne? Definitiv. Also was hier alles rumliegt, von Autositzen über so Fahrräder,
Computer, guck mal. Computer, ja. Monitor. Unglaublich, hier Bürostühle, irgendwelche Regale, Schränke, alles. Ja, aber das ist, denke ich mal, alles im Nachhinein einfach hier so abgeladen worden. Das sowieso. Der Fernseher da drüben auch. Krass. Richtig, ne? Ja, richtig Müllhalde hier, ne? Ja, da vorne kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht zu dem Gebäude hin. Wobei, wir könnten hier über dieses Ding laufen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das noch wirklich... Sollen wir? Ja, probier mal. Gelände ist ein bisschen wackelig, aber das geht. Hubschrauber, die komm, suchen uns. Komm. Oh. Upsala. Schaut mal hier. Hier stehen auch noch Kisten. Nicht so viele wie in der anderen Halle. Noch hier. Gasmasken. Also das Hauptlager war ja offenbar in dem ersten Gebäude, wo wir drin waren. Würde ich mal vermuten. So, gucken wir mal, was Anja jetzt noch entdeckt hat. Also wir haben ja die ganze Zeit davon geredet, bis an die Decke gestapelt. Und ich glaube, das war genau hier der Fall. Hier wurden einfach die ganzen Filter bis oben hin gestapelt. Also von der Wand bis zu der Wand und bis nach ganz nach oben. Das ist, also... Und mittlerweile... Heftig, oder? Alles morsch und alles in sich zusammengefallen. Ja, weil hier kein Dach mehr drüber ist. Hier war so ein Wellblechdach drüber. Das ist mittlerweile weg. Und dadurch sind hier halt die ganzen Kisten durchweicht, durchnässt. Und zerfallen. Zerfallen. Guck mal, offenbar gab es doch unterschiedliche Masken, ne? Das ist eine Kindermaske, Sabrina. Jo. Guck dir das an. Das ist einfach eine Kindermaske hier. Ganz klein. Guck, wie klein die ist. Oder so eine Babymaske vielleicht sogar, ne? Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall wie so ein Kleinkind, würde ich mal behaupten. Also war das letztendlich auch nicht nur militärisch, sondern auch dann zivil, ne? Ja. Krass, heftig. Weil für solche kleinen Kinder, ne? Wahnsinn. Das ist echt krass. Ja, damit hätten die dann hier mit dem Lager, hätte die DDR, die NVA, hätte damit die ganze Zivilisten schützen können. Ja, genau. Also die hatten wohl richtig Angst vor einem Ernstfall, ne? Ja. Die waren wenigstens gerüstet. Siehst du, da oben die Filter? Mhm. Die sehen noch komplett neu aus. Mein Gott, jetzt habe ich hier überall alles. Die sehen noch teilweise komplett neu aus. Ich denke, die alle, die da unten drunter liegen, guck mal, die sind auch alle noch eingepackt. Die werden noch in einem relativ guten Zustand sein. Wenn du dir jetzt da eine Kiste rausnehmen würdest, die wären noch gut, die Filter. Also natürlich nicht mehr zu gebrauchen, aber... Hier liegen noch mehr von diesen Baby-/Kindermasken. Total zerflettert, aber hier sind die ganzen Schläuche noch dazu, ne? Hier überall Masken, Schläuche, Masken, noch mehr Filter. Die Kindermasken, die halt hier rumliegen, ne? Aber leider in sehr, sehr schlechten Zustand, ne? Ja, aber schon krass, sowas zu sehen, ne? Auch irgendwie so ein bisschen beängstigend, sag ich mal, ne? Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in der DDR war, ob die Bürger und Kinder darüber aufgeklärt worden sind, weil ich sag mal, zu Kriegszeiten war das ja normal in Anführungsstrichen für die Leute und für die Kinder. Ne? Die wuchsen ja da quasi mit auf, ne? Mhm. Und wurden ja auch darüber informiert, haben geübt, wie man so eine Maske aufsetzt und sowas alles. Keine Ahnung, ob das in der DDR wohl auch so war, weiß ich nicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das echt, echt richtig krass und sehr beängstigend, ehrlich. Guck mal hier, Sabrina. Die hatten ja auch kleinere Filter. Ja, vielleicht dann für die Kindermasken, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie der... Oh. Ich weiß nicht, könnte sein, ne? Könnte tatsächlich sein, ja? Der wäre ja auch viel zu schwer, der Große, für die hier Kinder. Hier wäre das dann quasi und das müsste ja dann hier so drankommen. Kannst du mal probieren? Ja, passt. Passt, ne? Mhm. So. Nicht wirklich vormachen. Die sind alle so zerfleddert, die Masken. Kann man schlecht vormachen. Aber auf jeden Fall wurde es dann halt da befestigt und hatte hier im Prinzip ja, Sauerstoff, ne?
Guck, weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist? Es gab unterschiedliche, also ist ja auch logisch eigentlich, es gab unterschiedliche Masken. Ich glaube tatsächlich, dass die für ein Baby war. Kleinkind. Hm? Naja, Babys mussten ja auch geschützt werden, oder meinst du nicht? Natürlich. Und jetzt guck dir mal bitte die hier an. Die ist ja deutlich größer, ne? Ist das auch eine Kindermaske? Ja. Aber deutlich größer schon, ne? Guck mal. Ja, da hast du recht. Baby-Kleinkind und das dann halt vielleicht schon eher so Grundschulalter oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist die deutlich kleiner als die jetzt hier. Super spannende Location, also wirklich unfassbar. Wir haben schon echt viel gesehen, aber sowas haben wir echt auch noch nicht gesehen. Mega, mega interessant auf jeden Fall. Man sieht aber hier, das ganze Gelände wurde früher mal mit einem Stacheldraht eingezäunt. Und hier wird natürlich mal ein Zaun gewesen sein, der mittlerweile halt nicht mehr da ist. So, und den Zaun werden wir jetzt nutzen als Ausgang. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Also wir fanden es auf jeden Fall mega interessant, super spannend. Lasst gerne noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut euch noch dieses NVA-Video an. Da waren nämlich auch super volle Lager und super, super spannend, oder? Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bald wieder und bis dahin. Ciao, ciao.